Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Herzlich willkommen zur Marktbesprechung für den Mittwoch. Heute ist der 11. März und wir reden über Öl. Wir schauen auf US-Dollar, Singapur-Dollar. Mal wieder was, ein bisschen aus der zweiten Reihe, aber sehr, sehr spannend. Und dann das Währungspaar, britisches Pfund, Kanadier-Dollar, das auf der Uhr und natürlich gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt und damit auch ganz, ganz lieben Dank für die guten Morgengrüße, die ich hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar bekomme. Das freut mich sehr. Und damit machen wir weiter mit, jawohl, was kommt, wie immer zum Anfang. Der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs kann auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, damit hätten wir das gemacht und dann gucken wir gleich mal auf die Tagesnachrichten. Tagesnachrichten, wie ich das gestern schon gesagt habe, die fallen momentan so ein kleines bisschen runter. Was immer gut wirkt, sind schlechte Tagesnachrichten mit schlechten Nachrichten vom Coronavirus oder schlechten Nachrichten vom Brexit. Das wirkt immer. Ansonsten gehen gute Nachrichten häufig so ein klein wenig unter. Das ist dem geschuldet, was wir momentan gerade sehen durch die Krise, die wir haben, muss ich nichts zu sagen. Aber wir sehen heute erstmals ein Zeichen aus einer anderen Ecke für negativen Impact und wahrscheinlich ist das nicht das erste Mal, dass sowas passiert in dieser Zeit, aber es ist das erste Mal, dass es mir persönlich auffällt. Schaut mal hier, wir haben heute Nacht aus Australien Daten zum Konsumklimaindex erstmals für die aktuelle Phase bekommen. Das heißt, für den Monat März, das heißt mitten im Corona-Status. Ja? Australien ist ja auch ziemlich arg unterwegs in diese Richtung, da gibt es auch einiges zu berichten, kommt bei uns nicht nur so, nicht so stark an. 3,8% Rückgang. Im letzten Monat war es ein Zuwachs von 2,3, die Prognose ging aus von einem Rückgang von 0,4, bam, minus 3,8 im Konsumklima. Und jetzt überlegt euch, wenn das die Runde macht und die Konsumenten weltweit jetzt massiv auf die Bremse treten, Halleluja, dann kann es dunkel werden und dann hören wir ganz, ganz andere Sachen von den Unternehmensseiten her und das könnte dann unter Umständen ein bisschen brenzlig für die Indizes werden und das wird dann auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf die ein oder andere Major Currency haben. Das müssen wir auf alle Fälle mit im Hinterkopf behalten, das Ganze hier an dieser Stelle mal so als kleiner Ausflug. Das sind so Sachen, die packe ich einfach mal am Freitag in unsere Nachmarktbesprechung mit rein. Also es sammelt sich mittlerweile so einiges an. Entschuldigung, was wir am Freitag miteinander besprechen wollen, das wird eine ziemlich dicke Liste, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Es bleibt auf alle Fälle spannend und das ist halt jetzt auch eine Zeit, wo man unheimlich viel als Trader auch lernen kann. Ne? Das ist wichtig. Aber wenn es mal richtig schlecht läuft, kann man ganz viel lernen, wenn man hinschaut. Und diese Phase, die muss man nutzen, wenn man langfristig erfolgreich traden möchte, weil die unterschiedlichen Marktphasen, die bringen unterschiedliche Dinge zutage und die sollte man zum Trade nutzen. Aber mehr dazu gibt es dann gerne am Freitag. Heute wollen wir hier auf Handelsideen schauen. Das heißt, wir machen weiter hier mit der Besprechung der Nachrichten. Wir sehen es heute um 10.30 Uhr gibt es Nachrichten aus Großbritannien. Das ist die Industrieproduktion, die Handelsbilanz und die Nicht-EU-Handelsbilanz, die wir dort dann kriegen. 11.40 Uhr, hier stehen wir, kriegen wir die 10-jährige Bundesanleihe als Auktion. Ich meine, gut, da brauchen wir nicht drüber nachzudenken. Ich habe das nur drinnen gelassen, weil das ganze Ding interessant ist. Schaut mal, die 10-jährige Bundesanleihe ist momentan im letzten Monat, beziehungsweise bei der letzten Ausgabe, mit einem tollen Zins von 0,38% unterwegs. Irre. Heute 12 Uhr, Nachrichten von der OPEC. Brent haben wir heute auf der Uhr mit. Das ist wichtig, sollte man im Hinterkopf behalten. 13.30 Uhr gehen dann Nachrichten in den USA los. Da bekommen wir den Verbraucherpreisindex für den Monat Februar. Und dann um 15.30 Uhr steht hier auch noch das Thema Rohöl da. Das heißt, heute gibt es wieder Rohöldaten. Die haben wir da. Die wichtigsten Sachen sozusagen heute im Laufe des Tages. Nicht alles, nicht in Gänze, das heißt, bitte auch auf andere Währungen schauen. Wer andere Währungen tradet, muss das Ganze natürlich immer auch ein bisschen auf der Uhr mit haben. Und damit gehen wir in die Märkte rein. Das heißt, hier an dieser Stelle blicken wir jetzt einmal
In Brent US-Dollar, Singapur-Dollar und britisches Pfund, Kan-Dollar, das an dieser Stelle. Und wir starten jetzt sozusagen, wie es im Hintergrund schon ersichtlich ist, zuerst mal mit dem Ölmarkt. Ölmarkt, schön interessant. Wir hatten gestern einen schönen Tag zur Durchatmung gehabt. Aber wer glaubt, es geht jetzt einfach so nach oben, der kann auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ich sage an dieser Stelle, wir sind verortet in einem Abwärtstrend, ja? Und das ist der Punkt. Wir können durch diesen starken Abwärtsschub doch deutlich Korrektur nach oben sehen. Kein Problem, alles gut. Wir brauchen es nur bestätigt durch die Unterseite. Und das gucken wir uns heute an. Ich habe im Blog geschrieben, die Überschrift: Brent, gibt es einen Korrekturversuch in Richtung Gap Close oder neue Tiefs? Das war meine Überschrift. Und das ist genau das, was wir momentan haben. Ja, wir hatten ja im WTI, hatten wir schon mal die, sag ich mal, kleine Korrekturrichtung hier als Handelsideen miteinander besprochen. Das Ganze ging gestern im Brent los. Es kamen gestern auch Nachrichten, dass sich Russland möglicherweise so ein bisschen verschätzt hat mit seiner Konterposition. Und zack, liefen die Märkte erstmal so ein kleines bisschen weit nach oben. Aber jetzt schon von Entwarnung zu sprechen und Kursen über 45 oder über 40 Dollar hier im Brent halte ich für stark verfrüht. Wir haben weiterhin den Abwärtstrend. Wir sind hier momentan in der korrektiven Phase. Und wie sich das Ganze gestaltet, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben nämlich im Blick auf den Tageschart hier ein paar wichtige Marker drinnen liegen. Ich bleibe jetzt mal kurz noch im Tageschart, weil die wichtigen Marker sehen wir hier am besten. Da wäre zum einen zu nennen das aktuelle Tief hier unten bei 31,44. Das ist Nummer eins. Dann die zweite, die Extremoberseite hier oben, der Bereich vom Gap Close, ne? Also ich habe jetzt hier mal das Kerzentief genommen. Wenn man vom Gap Close spricht, muss man natürlich den Schlusskurs vom Brent hier nehmen, weil von dort an ist ja die Lücke entstanden. Ich bin aber einfach mal hier ans Kerzentief gegangen. Das ist der Bereich von 45,47 € dort oben in diesem Trade. Das sind die zwei Extreme. Und das, was es jetzt wichtig macht zu entscheiden, wo wir kurzfristig ranlaufen, ist das Tageshoch von gestern und das Tagestief von gestern. Wir sehen es, heute sind wir schon mal leicht übers Tages oder leicht, wir sind heute übers Tageshoch gelaufen, lassen wir mal die Beschreibung davon weg, kommen aber jetzt gleich zurück. Und das ist das, was wir uns jetzt mal im Nahen angucken. Das heißt, Vortageshoch und Vortagestief haben Relevanz. Geht es nach oben, also hier wieder übers Vortageshoch drüber und dann auch übers aktuelle Tageshoch, dann haben wir Chancen, eine Korrekturausweitung nach oben. Das Dumme ist halt einfach nur, dass wir hier in dieser Lücke keinerlei Anhaltspunkte finden. Das heißt, da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass der Stundentrend läuft und läuft und läuft, bis er irgendwann zu Ende ist. Das Ganze muss man dann so rannehmen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal den Trend der Stunde an. Und da sehen wir ganz klar, der ist momentan noch aufwärts gerichtet hier. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe an. Da sehen wir es hier. Der Markt schwingt nach dem ersten kleinen Schub hier jetzt wieder schön nach oben. Also im kleinen Bereich ist hier was aufwärtstrendig unterwegs. Hier, das ist das Ultrafeine, ja. Also was hiermit angezeigt wird, ist, wenn sich in der Bewegung dieses kleinen Trends noch ein Untertrend bildet, das zeigt der Markt hier an. Das ist für uns jetzt aber nicht relevant, deswegen nehme ich das mal ganz kurz raus. Relevant ist für uns vom Prinzip her das, was wir hier sehen, also hier die Bewegungen und die Korrekturen. Und dass sich in den Bewegungen und Korrekturen untergeordnete Trends bilden, ist ja mittlerweile kein Geheimnis. So. Das ist also die Marke, die wir jetzt haben. Und was jetzt interessant und wichtig ist, ist wirklich die Tatsache, was passiert. Wenn wir uns mal diesen letzten kleinen Aufwärtsschub hier oben anschauen, dann wissen wir eins: Sobald wir hier unten drunter laufen, also unter dieses Tief hier bei knapp 36 Dollar, ist dieser Trend hier erstmal Geschichte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir hier das Vortagestief anlaufen, drunter wegbrechen und dann erstmal wieder auf die alten Tiefs gehen. Nummer 1, das wäre das Szenario Wiederaufnahme der übergeordneten Trendrichtung. Nummer 2, das ist jetzt, glaube ich, einfach zu erkennen, wenn wir vor diesem Tief hier rumdrehen und es schaffen, hier über das Hoch, was wir hier oben drüber gehabt haben, also hier oben über diese Marke, ich ziehe es mal kurz runter, hier, da drauf, hier über diesen Punkt laufen, also 39 um die 80 sind das. Dann haben wir die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik, dann haben wir den lebenden Aufwärtstrend in der Stunde, den kann man dann als Richtungsgeber nutzen zum Trading Richtung Gap Close. Chancen zur Korrektur sind auf alle Fälle da, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Ich gehe nochmal kurz zurück in den Tageschart. Und wenn wir uns jetzt mal sozusagen hier diesen großen Trend anschauen, dann sehen wir mal hier, das ist der Balken der letzten Bewegung. Der wird erst hier oben grün. Also dieses Korrekturpotenzial ist rechnerisch gigantisch, ja. Ob das kommt, I don't know, keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, aber
Die Börse ist ja nicht dazu da, dass wir Vorstellungen traden, sondern das traden, was da ist. Und oftmals kommt genau das, was man sich nicht vorstellt. Das ist mal das Lange. So, was jetzt aber viel interessanter ist, ist hier das Kleine. Schaut euch das mal an. Das ist die letzte starke Bewegung. Und wenn wir hier tatsächlich eine massive Erholung bekommen sollten, ja, massiv bekommen sollten, ans Gap ran, hat das Teil halt auch die Chance, noch deutlich höher zu laufen. Ne? Bis hier oben hin zu diesem alten Hoch bei 54,40. Das ist schon Riesenpotenzial. Deswegen bin ich hier an dieser Stelle auch darauf eingegangen. Das heißt, da ist viel, viel Luft nach oben und deswegen hat dieser Stundentrend, solange wie er läuft, auch eine Chance, sich nach oben zu entwickeln. Und die entscheidenden Marken haben wir jetzt hier gerade besprochen. Und damit schalten wir um zum US-Dollar, Singapur-Dollar und dann sprechen wir über das Great Britain Pound, Kan-Dollar und dann habe ich noch den Wunschmarkt, kriege ich gerade gefragt, US-Dollar, also Euro, US-Dollar. Das gucken wir uns natürlich dann gemeinsam zusammen hier an. Also, schauen wir zunächst mal in den US-Dollar, Singapur-Dollar. Und das ist eine Sache, die kann den ein oder anderen ein klein wenig, sag ich mal, verwirren. Warum verwirren? Ich habe mich gestern mit einem Händler unterhalten, der hat gesagt, Mensch, Mike, guck dir das mal an. Wir haben hier eine schöne Flagge und hier gestern den Ausbruch. Das klingt doch genial, um den Markt nach oben zu traden. Hier in Richtung dieses alten Hochs, beziehungsweise zwischendrin mal die Gewinne zum Tisch zu nehmen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Das ist Punkt 1. Aber Punkt 2 habe ich dann auch gleich gesagt, bitte schau dir mal die Verortung an. Die Verortung dieser Flagge. Warum ist die so wichtig? Das ist in meinen Augen, nach meiner Lesweise heraus gesehen, nicht wirklich eine Bullenflagge, was wir hier haben. Ja, warum ist das keine Bullenflagge? Wenn wir uns mal den vorhergehenden Trend anschauen, hier an dieser Stelle, schaut es euch mal an. Na, habe ich es da? Hier, das hier, was wir hier sehen, schaut mal, das hier ist das letzte Trendtief gewesen. Und dieser Schub nach unten, der hat dieses Trendtief unterschritten. Das heißt, im kleinsten Bereich sind wir momentan verortet hier, wir sehen es, innerhalb einer Abwärtsdynamik, wo jetzt durch den Ausbruch aus diesem Kanal einfach nur die Gegenbewegung kommt. Ja, und da kann jetzt natürlich hier zwei was passieren. Entweder nach diesem massiven Schub nach unten ist das einfach eine Bärenflagge, die sich hier bildet aus korrektiver Natur, die dann den Schub nach unten bringt hier Richtung Tief bei 1,37581. Das ist das eine. Das kann durchaus passieren. Was aber auch passieren kann, ist, dass wir einfach wieder die Vorrichtung aufnehmen, also diese Aufwärtsdynamik hier. Ich habe heute mal den höheren Timeframe auch reingenommen, schaut euch das mal an. Der ist natürlich stark nach oben hier unterwegs, also wer sich das Ganze mal auf der Woche anschauen will, das ist der starke Schub nach oben, das ist jetzt die Gegenbewegung zu diesem starken Schub gewesen und wir können jetzt ohne weiteres auch nach oben laufen. Und das ist der Decision Point, das heißt, da werden wir jetzt sehen, was entsprechend passiert. Man braucht da ein bisschen Geduld, aber zum kurzfristigen Traden ist das total eine schöne Einladung. Der Ausbruch hier unten ist erstmal Geschichte, den können wir jetzt nicht mehr traden. Wenn wir uns das Ganze in einer Stunde mal anschauen, da sieht man, wie gut das Ganze auch funktioniert. Hier schaut euch das mal an. Das hier ist der Abwärtstrend. Ich nehme mal den höheren Zeitrahmen raus. Und wenn wir uns das mal anschauen hier, die letzten Dinge nach unten hier in diesem Bereich hatten wir das letzte Trendhoch gehabt und dann ist hier entsprechend der erste Schub nach oben gekommen. Dann kam die Korrektur, dann kam die Aufwärtstrendbildung und die hat dann diesen Abwärtstrend hier rausgenommen. Und das ist natürlich eine richtig feine Geschichte, die jetzt hier schön am Hochlaufen ist. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Wenn dieser Trend, der jetzt hier läuft, sich weiter schön nach oben fortschlängelt, dann sehen wir hier im Stundentrend auch sehr, sehr fein die entsprechenden Hochpunkte, die jetzt als nächstes angesteuert werden können. Das heißt, hier haben wir mal das Korrekturhoch, das Korrekturhoch in dieser alten, runtergerichteten Abwärtsphase, also dieser Flagge, bei 1,39,44. Hier oben haben wir dann das nächste bei 1,39,9 und dann einen weiteren Anlaufpunkt vor dem alten Hoch bei 1,40,42. Die Marke haben wir definitiv da und dieses Potenzial ist wirklich sehr, sehr gut vorhanden zur Oberseite, wenn er einfach schön schnurstracks weiterläuft. Die Unterseite, die wird dann interessant, wenn Folgendes passiert, ich nehme mal kurz das Stückchen hier raus, wenn wir uns jetzt mal diesen Aufwärtsschwung hier oben anschauen, ja, dann haben wir ja, zeichne ich das mal im feinen Detail hier ein, also hier haben wir es ja schön nach oben gehabt,
Hier sind immer mal noch Zacken nach unten drinnen. Wenn wir hier so Inside-Bars haben, die überziehe ich in solchen Fällen gerne, weil das ist dann nur der Trend der Bewegung, also der Bewegungstrend, den wir hier auf dem Schub nach oben haben. Was wir hier haben, ist natürlich jetzt schön, das hier, wie schön der Markt nach oben trendet. Ne? Das haben wir hier schön da. Wir haben jetzt hier die kleine Korrektur gesehen, das Ganze wieder. Hier brechen wir gerade aus, laufen also wieder, das ist die Umkehr, die wir jetzt gerade in den 5 Minuten sehen, laufen schön nach oben und das ist der Bruch sozusagen unten drunter durch. Da sehen wir es auch. Schaut mal hier. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. In diesem Paket wird das halt schön angezeigt, in diesem MTON-Live-Signal. Das hier ist der Trend, der Korrekturtrend nach unten. Also hier die korrektive Phase. Und da brechen wir jetzt gerade rüber. Und das sieht jetzt mal live, kann ich das wirklich schön zeigen, wenn uns der Markt schon mal den Gefallen tut. Guckt euch das mal an, was hier passiert. Das hier ist der Korrekturtrend. Und der Korrekturtrend wird gerade schön überschritten. Schön nach oben. Hier war das hoch. Hier ist der Korrekturtrend rausgenommen worden. Und damit dreht das Ganze rum. Und wenn wir hier jetzt einen Trend sehen, der nach oben läuft, dann können wir flott wieder nach oben reingehen. Und das wäre dann natürlich das Szenario, dass sich dieser Aufwärtstrend hier schön nach oben fortsetzt. Und wenn das passiert, wir hier oben drüber laufen, dann haben wir hier das nächste Korrekturhoch. Und dann ist es natürlich interessant, wenn dieser Trend hier bricht. Das wäre dann das Umkehrsignal für die Richtung nach unten aus dieser Flagge, die wir hier sehen. Und wenn wir die dann wiederum sehen, dann können wir schön die Anlaufzeiten auf der Unterseite nehmen und da haben wir als markanten Punkt, und das suchen wir uns dann auch mal wieder im Stundenchart raus, wenn es denn dann dreht, dann können wir schön über den Trendverlauf der Stunde uns Marker raussuchen, die wirklich wichtig sind. Na, da wäre dann in dem Moment zu nennen, hier an dieser Stelle selbstverständlich hier das kleine Zwischentief bei 1,3875, beziehungsweise hier dann, also immer schön an diesen Zwischentiefs, an diesen Drehbereichen orientieren, da haben wir gute Planungspunkte auf der Unterseite. Wir müssen jetzt wirklich einfach nur schauen, was der Markt hier macht und in welche Richtung er läuft. Und das erzählt der Markt uns ja entsprechend selber im US-Dollar, Singapur-Dollar wie auch in anderen Märkten. Und damit schalte ich um zur dritten Handelsidee für heute, und zwar britisches Pfund, kanadischer Dollar. So, kurzen Augenblick, da ist er hier. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier heute mal wieder im Wochenchart. Wir gehen gleich in die kleineren Zeiteinheiten, aber hier der Blick vom Berg nach unten ins Tal zeigt uns halt eine weitere wichtige Geschichte. Und zwar schaut es euch an, wir sind hier im Wochenchart momentan schön verortet in einem Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend ist mittlerweile drüber gelaufen über diesen historischen Widerstandsbereich, den wir gehabt haben bei 1,778. Und im Hoch hier bei 1,8047 sind wir hier in diesen kleinen Staubereich gelaufen. Müssen wir jetzt mal schauen, wenn es irgendwann wieder rumdreht. Es ist ja jetzt viel Fleisch nach oben da, ja, wenn er aus der Korrektur rauskommt und hier oben drüber läuft über die 1,8047, dann haben wir hier noch weitere Anlaufpunkte zur Oberseite schon im Markt stehen. Nur das ist momentan absolut hier total irrelevant, weil das müssen wir uns momentan nicht anschauen. Das ist viel, viel zu weit weg. Was wir hier momentan sehen, ist der starke Spike nach oben und jetzt der massive Abverkauf. Und wenn wir diesen massiven Abverkauf sehen, wo er hingeht. Er hat nicht in dieser alten Kaufzone gehalten. Er ist einfach drunter durchgefallen. Und das ist wirklich ein bisschen ein tricky Bereich. Und hier ist halt nichts, was momentan hält. Nächster Punkt nach unten. Hier, wenn wir mal unter das Wochentief rutschen an dieser Stelle. Wenn der tatsächlich unter das Wochentief weiter fällt, also unter 1,76, knapp 1, ist als nächstes hier mal das alte Wochenhoch, also das Vorwochenhoch in Aussicht, also der Bereich, wo auch das Gap gerissen wurde, um die 1,75,2, 1,75,280 hier oben in diesem Bereich. Das wäre dann dieser Trend, der sich hier unten drunter avisierte. Das ist mal das große Bild, also das, was wir sehen, wenn wir wirklich vom Weiten mal auf diesen Chart draufschauen. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal von nahen an. Da sehen wir, und jetzt kann ich hier diese sozusagen Phase weiter zeichnen, hier sehen wir momentan den aktuellen Trendverlauf mal drinnen. Also wir haben auch auf Tagesbasis jetzt wieder schön einen Aufwärtstrend oben rauf und der läuft gerade in die Korrektur rein. Und hier sehen wir es auch nochmal. Hier wurde das Gap gerissen. Interessant ist auch dieser kleine Bereich hier unten drunter, als dieser Trend entstanden ist, um die 1,478, 1,479 in diesem Bereich. Also hier haben wir ein kleines Supportband unten drin, sollten wir hier unter das Tagestief weiter drunter laufen. Hält das alles nicht, dann können wir uns unten im Supportbereich hier, in diesem Schwungbereich hier, um die Marke von 1, naja, knapp 67, knapp 70, also knapp 1, knapp 70 orientieren. Das ist ein Supportbereich, den haben wir gesehen, der wurde unten schon das ein oder andere Mal angelaufen und der hat halt hier für Stütze gesorgt. Das heißt,
Wenn wir tatsächlich tief in die Korrektur reingehen, haben wir als nächsten Anlaufpunkt mal hier diesen Support. Ich ziehe das mal kurz hoch, wartet mal. Hier, also hier haben wir einen Supportbereich in diesem hier, was wir hier drüben haben, um die 1,75, 1,76 in diesem Bereich hier, 1,74,8, 1,75,2 hier. Dieser Bereich, erstes Supportband, bricht das weg, haben wir das zweite Supportband hier unten in diesem Levelbereich drin, also hier mal ganz grob, hier sehen die Marke von 1,69,4, 1,59,5 in diesem Dreh rum, das wäre dann der tiefe Marker und wenn wir uns jetzt mal diesen Schub nach oben noch anschauen wollen in der Stunde, dann sehen wir auch unten drunter wieder mal ein paar Anlaufpunkte, nicht ganz so viele, aber ein paar sind da und da sehen wir halt die Swing Lows, die wir hier drinnen haben. Wenn ich das mal ranziehen darf, da haben wir halt ein paar Marker, wo man durchaus ranlaufen kann. Ne? Das wäre zum einen hier dieser Bereich, den wir hier haben, um die 1,73,8. Hier, das ist dieser etwas größere Ausbruchbereich, den man im Stundenchart schön sehen kann. Also wo hier sozusagen die Trendwende tatsächlich eingeleitet worden ist. Aber viel, viel wichtiger sind in diesem Maße halt die Schwungbereiche unten drunter. Also hier diese Marken, wie wir sie haben, an den Lows, an den Swing Lows in diesem Trend. Ich mache kurz mal hier das Ganze rein, dass wir es sehen können. Also diese Marker, wie wir sie hier haben, ich meine, die sind teilweise sehr, sehr klein und sehr, sehr fein, aber sie sind da und sie sind beachtbar. Aber da sind halt auch ein paar drinne, die ich schöner finde als andere. Hier beispielsweise dieser Bereich, da ging es nicht nur mal kurz mit dem Zacker drauf und dann wieder hoch, sondern da hat das Ganze eine Konsolidierung gehabt. Und ein weiterer schöner Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben, ist auch hier unten diese Marke um die 1,70,5. Hier haben wir einen Bereich gehabt, der mehrfach getestet wurde. Und das sind interessante Marker hier auf dem Weg nach unten, wenn es weiter in die Korrektur der übergeordneten Aufwärtsrichtung geht. Und damit schauen wir jetzt noch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da ist ja momentan der Weg wieder ein bisschen so nach unten gestern eingeschlagen worden. Euro-US-Dollar hatten wir auch schon miteinander besprochen. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Der Markt, der kommt hier ein ganzes Stückchen wieder runter. Wir sind jetzt hier in die Korrektur des Tages sozusagen reingelaufen. An dieser Stelle, das heißt, wenn man das mal sehen will, ich will mal kurz das Bild hier, ich habe es einmal angefangen händisch zu zeichnen, da zeichne ich es jetzt mal zu Ende, also hier quasi dieser ganz, ganz große Marker hier, den wir schön im Stundentrend jetzt sehen können, wir haben ja den Stundentrend offen, der läuft momentan so richtig schön entsprechend nach unten und das heißt halt an dieser Stelle, wir haben durchaus die Chance hier jetzt den Markt auf der Unterseite wieder so ein bisschen zu bedienen. Hier die Korrektur gesehen, das ist schön, eine Flagge, die wir hier gesehen haben. Und hier haben wir gestern den Ausbruch nach unten bekommen. Und wenn der sich schön nach unten fortschlängelt, dann haben wir die Chancen hier unten reinzulaufen an das kleine Zwischentief bei 1,12,76 in etwa. Beziehungsweise, wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch anschauen wollen, im kleinen Bereich, also da ist jetzt wirklich die Stunde, ist jetzt der Richtungsgeber. Wenn wir das jetzt hier mal so sehen und in die 5 Minuten sozusagen mal reinschauen und wir sehen, wo sind denn interessante Anlaufpunkte, die wir hier als Marker mitnehmen können, dann suchen wir uns mal auch die wichtigen Marker entsprechend raus und da hätten wir auf der Unterseite sozusagen bestimmte Bereiche liegen, hier so schöne Ausbruchsbereiche beispielsweise, wie wir die hier unten sehen, wo der Markt so ein bisschen eine Weile gedreht hat, immer wieder ringsrum, das wäre interessant. Ein weiterer wichtiger Anlaufpunkt wäre dann hier sowas, wie wir hier unten sehen. Das sind wirklich gute, schöne Anlaufpunkte, wo der Markt auch mal innegehalten hat, was er getestet hat. Also in diesem Bereich kann man sagen, hier mal ganz grob dieser Ausbruchsbereich hier oben um die 1,13,2 in etwa, beziehungsweise, also das sind wirklich nur grobe Zahlen jetzt hier, ja, bitte nicht so festlegen, hier unten dieser Bereich um die 1,13,10 in diesem Schwungbereich. Das sind durchaus Werte, die wir ohne weiteres anlaufen können auf dem Weg nach unten hier in diesen alten Stundentiefbereich bei 1,12,76, die Marker hier aus der kleinsten Einheit im Euro-US-Dollar. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis entsprechend auch mit anschauen wollen, dann sehen wir halt auch, dass wir hier aktuell so ein bisschen Korrektur sehen zu dem, was wir hier als starken Schub nach oben gesehen haben. Und wie schon gesagt, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie es weitergeht, wer das Ganze auf Tagesbasis traden möchte. Da war das gestern das erste starke Umkehrsignal. Das braucht natürlich einen sogenannten Follow-Through, das heißt eine Bestätigung zur Unterseite. Und dann könnten wir durchaus auch das ein oder andere Level auf der Chart-Unterseite mal anlaufen und hier haben wir ja die nächste Unterstützung schon drinnen hier in diesem Bereich um die Marke von 1,12,4, die wir da auf der Uhr haben. Also das bleibt da wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wenn der Bruch hier drunter kommt, Ausdehnung der Korrektur
gegen diese Gegenbewegung, die wir hier in den letzten 2 Wochen gesehen haben. Jetzt schaue ich nochmal in die Fragefelder. Weitere Fragen sehe ich keine. Ich hoffe, das hat soweit dann gepasst. An dieser Stelle sage ich einen ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie schon gesagt, wenn ihr an dieser Stelle einfach mal den DAX oder den Dow oder Gold zusätzlich genannt haben wollt, ich weiß ja nicht, was so in euren Köpfen vorgeht, bitte rein in die Chats. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr gern darum. Ansonsten jetzt allen gute Trades, einen erfolgreichen Mittwoch und wir hören und sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr hier im Morning Briefing bei Tickmill. Empfehlt das Ganze auch weiter, es lohnt sich immer wieder. Ich freue mich drauf, ich freue mich, dass die Community immer mehr wächst und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Blog-Eintrag gibt es vorher. Bis dahin allen einen entspannten Tag. Tschüss.